Wir sind, wenn ich auf meine Uhr schaue, eine halbe Stunde im Zeitverzug. Gefühlt denkt das Publikum 3 Stunden wahrscheinlich, aber es ist wirklich nur eine halbe Stunde. Und wir machen jetzt trotzdem die Podiumsdiskussion. Ich glaube, das ist von Interesse. Ich sehe ein paar Nicken. Ich darf auf die Bühne bitten Michael Tewst, Jan-Niklas Gesenhus, Hans Baxmeier, Tobias Bielenstein, die Frau Metz haben wir schon hier und Christoph Trixl, den gerade Ausgezeichneten. Ihr müsst auf jeder Seite, müssen 3 stehen, egal wie ihr euch politisch vertraut oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Und mir fehlen noch ein paar. Noch einer? Kommen Sie, wo Platz ist. So, jeder hat 2, also jeder 3 Leute haben 2 Mikrofone, auch das müsst ihr euch einigermaßen teilen. Vorher noch ein Hinweis, ich habe ausreichend Fragen einstecken, meine Damen und Herren, aber wir können am Ende der Diskussion auch einige Publikumsfragen einbauen, wenn Sie wollen, und damit werden wir auch ein Mikrofon in den Saal bringen. Starten wir mit den Fragen und ich habe mir gedacht, wir starten einmal mit den politischen Abgeordneten. Die Dame kommt dann gleich dran. Wir haben SPD und die Grünen hier auf dem Podium und ich darf mit Ihnen beginnen, Herr Tewst. Wie beurteilt die Politik die derzeitige Mehrwegsituation in Deutschland? Reicht die aktuelle Mehrwegquote für Getränkeverpackung von rund 42% aus? Wie beurteilen Sie die Anstrengungen der Abfüller und Händler in Bezug auf das Angebot von Mehrwegflaschen? Was sind Ihre Erwartungen? Und auch wenn ihr viele Politiker seid, ich ersuche um kurze, knappe, konkrete Antworten. Das macht die Diskussion spannend. Bitte. Ja, die reicht natürlich nicht. Ja, das haben wir heute Morgen schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben 70% verankert im Verpackungsgesetz und wir haben allerdings, sage ich mal, immer noch die Situation, dass wir gucken müssen, wie erreichen wir die. Das ist ganz wichtig, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber letzten Endes reicht es nicht. Wir sind irgendwo bei 42%, glaube ich, im Durchschnitt. Ja. Ja. Wir haben aber auch, sage ich mal, natürlich Spitzenreiter. Also ohne die Brauereien wäre das alles, Bierbrauereien, wäre das alles sehr schwierig. Ne? Und wir haben aber auch so Sachen wie zum Beispiel im Bereich der Erfrischungsgetränke oder der Alkopops, da haben wir gerade mal 5 oder 6%. Ja? Also da ist noch richtig Luft nach oben, das muss man ganz klar sagen. Und wir hatten gerade auch bei den Preisträgern, das fand ich sehr interessant, hatten wir ja Sortiersysteme, Logistik und so weiter. Ja, da wird viel zu wenig drüber geredet. Da hat sich nämlich einiges getan. Ich habe mit meinen Abfüllern vor Ort und mit meinem Getränkehändlern vor Ort auch mal gesprochen. Die haben mir das gezeigt. Da hat sich ja richtig was getan. Also die fahren nicht mehr für Mineralwasser nach Frankreich, holen das mit dem LKW zurück, sondern die haben mittlerweile Logistiksysteme, die bringen das zurück. Aber dann müssen wir natürlich darüber reden, wie ist das mit Individualflaschen? Ja, warum schaffen wir es nicht, sag ich mal, Standardflaschen, so ich kenne noch beim Bierflaschen, die NRW-Flasche, ja zum Beispiel. Warum schaffen wir das nicht? Und wir hatten das Beispiel Becher vorhin. Ich fand das ganz spannend mit den Bechern. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit dem Staatssekretär Pronold, das war die letzte Legislaturperiode, gesprochen habe. Wir bräuchten eigentlich so einen Standardbecher in Deutschland. Ein Becher für ganz Deutschland. Aber da geht es natürlich schon los, ne, dass die großen Verwender dann auch, gerade so im To-Go-Bereich, also es gibt ja große, die man nie nennt, so McDonald's oder Burger King oder sonstige, das ist genau wie Bild-Zeitung, keiner geht da hin, aber trotzdem gibt es sie, ja. Und das sind ja die großen, sag ich mal, Abfüller auch in den Städten, das wissen wir alle, ja. Die weigern sich ja auch, die sagen, nein, also wenn ich einen Becher mache, dann drücke ich dann durch meine Marke da voll drauf und das muss ein wiedererkennbarer Becher sein. Und eigentlich müssten wir so einen Standardbecher für ganz Deutschland haben, ja. Und also ich persönlich könnte das mir auch vorstellen, dass wir das politisch mal anreizen, dass es sowas gibt. Ja. Aber ich weiß auch ganz genau, wer dann schreit und sagt, nein, also da muss natürlich der Handel und die Industrie und so weiter flexibel sein. Aber wenn man ehrlich ist, dann sind das auch Dinge, die natürlich den Mehrwegbereich behindern. Obwohl, wie gesagt, gerade im Bereich der Sortierung und der Logistik viel getan wurde, das weiß ich. Und eigentlich reden wir da zu selten drüber. Also ich glaube, das müssen wir auch immer wieder in den Vordergrund stellen. Deswegen freue ich mich auch hier heute über die Preisträger. Okay, gehen wir weiter mit Herrn Gesenhus. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist festgehalten worden, dass man Mehrwegsysteme fördern wolle. Jetzt ist die Koalition, habe ich gelesen, 150 Tage im Amt. Welche Maßnahmen gibt es seither? Erstmal herzlichen Glückwunsch an die Preisträger. So viel Zeit muss sein. Wir arbeiten an verschiedenen Initiativen. Einige sind jetzt sehr konkret, einige werden spätestens Anfang kommenden Jahres sehr konkret. Ein wichtiges Instrument ist natürlich die Kreislaufwirtschaftsstrategie, die wir uns vorgenommen haben.
wo wir letztlich drei Säulen haben. Kollege Tews hat gerade auch schon angesprochen, ich teile das, dass wir da auch über ordnungsrechtliche Instrumente auch nochmal nachdenken müssen, um eben auch Mehrweg anzureizen über ökonomische Instrumente, also dass wir die Wettbewerbsfähigkeit stärken, über Fondsmodelle beispielsweise oder auch indem Einwegprodukte eben auch ökonomisch weniger attraktiv werden. Und der dritte Bereich ist der ganze Bereich Forschung und Entwicklung. Und diese Kreislaufwirtschaftsstrategie wollen wir natürlich auch erarbeiten in einem breiten Beteiligungsprozess mit den Verbänden, mit den Betrieben, damit eben die vielen guten Ideen aus der Praxis, ein paar haben wir ja heute auch schon gesehen, dann eben auch mit einfließen können. Zweiter Aspekt ist, wir werden uns das Verpackungsgesetz nochmal ganz genau angucken, wo da auch nochmal nachgebessert werden kann. Auch das haben wir uns ja vorgenommen. Auch da läuft ja die Evaluierung im Moment ganz konkret. Und ein dritter Bereich, an dem wir jetzt arbeiten, da müssen wir auch aus meiner Sicht zügig vorankommen, ist die Umsetzung der europäischen Einwegkunststoffrichtlinie, dass wir eben dafür sorgen, dass sozusagen die ökologischen Folgekosten, die durch Einwegprodukte verursacht werden, nicht weiter der Gesellschaft aufgebürdet werden, sondern dass diejenigen, die die produzieren, die die in Verkehr bringen, auch dafür verantwortlich sind, die Folgekosten zu tragen. Eben in dem Fall, in dem wir Einwegprodukte mit einer Abgabe belegen. Auch das führt ja dann automatisch dazu, dass Mehrweg gestärkt wird. Das gehen wir im Moment sehr konkret an. Und ich persönlich könnte mir auch vorstellen, diese Idee noch deutlich auszuweiten. Und letzter Punkt, und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, wir müssen eben ganz vorne in der Kreislaufwirtschaftshierarchie ansetzen, nämlich mit dem Bereich Vermeidung, also dass wir eine absolute Materialeinsatzreduzierung hinbekommen. Und wie ginge das besser? Ich meine, man muss natürlich immer auch mal nachdenken, gibt es bestimmte Anwendungen, wo man einfach Materialeinsatz grundsätzlich reduzieren kann, aber da, wo eben Materialeinsatz da ist, eben beispielsweise bei Verpackung, Flaschen und so weiter, wie kann ich da eben auch Materialeinsatz runterfahren? Und das ist eben auch bei Mehrweg natürlich der Fall. Deswegen finde ich ganz wichtig, dass wir eben auch über konkrete, verbindliche, quantifizierbare Vermeidungs- und Reduzierungsziele nachdenken, um auch absolut beim Materialeinsatz runterzukommen. Das sind so vier große Baustellen, an denen wir im Moment sehr konkret arbeiten. Und wie gesagt, gerade die Kreislaufwirtschaftsstrategie geht dann eben auch in die Beteiligung. Und ich freue mich auch darüber, wenn sich dann eben auch viele Akteure daran mit beteiligen. Okay, vielen Dank. Ich habe vorher noch einen Hinweis vergessen. Wenn einige andere Teilnehmer am Podium irgendwas beitragen wollen, ihr könnt es auch untereinander diskutieren, das ist auch erlaubt. Ich brauche nur einen Finger hoch und dann könnt ihr auch irgendwelche Zusatzfragen stellen. Ich gehe weiter zu Frau Metz. Kann die Wirtschaft aus eigener Kraft die im Verpackungsgesetz festgelegte Zielquote von 70% erreichen? Wir waren einvernehmlich vorher bei 42%, das ist ein Riesengap. Sie kann es ganz offenkundig nicht. Die Wirtschaft, der gelingt es ja, man kann sich die Zahlen anschauen, seit 2004 bis 2019 ist es der Wirtschaft gelungen, 25% Mehrweganteil abzubauen. Insofern, nein, es gelingt nicht. Und an der Stelle kann ich einfach ganz konkret sagen, es ist eigentlich fast schon trivial. Man müsste einfach diese 70%-Quote, die im Verpackungsgesetz steht, verbindlich stellen. Das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass die Händler, der Handel jeweils, ich gehe in Aldi rein und ich muss 70% Mehrwegflaschen im Regal finden. Aldi und Lidl sind ja diejenigen, die 0% Mehrweg im Regal haben. Also da fängt es eben an. Und das ist, ja, das wäre dann auch rechtssicher. Dann könnte man auf das zurückgreifen, was Herr Resch, habe ich mir erzählen lassen, heute Morgen in seinem Vortrag ja auch gesagt hat. Dann können wir auch das einklagen, wenn es dann trotzdem nicht gemacht wird. Und der zweite Punkt, der auch super einfach und trivial wäre, ist das Verpackungsgesetz nochmal mit einer Öffnungsklausel zu erklären, bezogen auf die Abfallhierarchie. Wir haben gerade ja den Fall, dass in Tübingen Herr Palmer versucht, seine Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen durchzufechten vor Gericht. Das müsste er ja gar nicht tun, wenn Frau Lemke, die Parteikollegin, eine Öffnungsklausel aufnimmt und klarstellt, dass Länder und Kommunen natürlich über das, was aktuell bundesweit geregelt ist, hinausgehen dürfen. Das ist auch rechtssicher. Wir haben Gutachten vorliegen, das haben wir erstellen lassen. Auch das schicken wir immer jedem gerne zu, der es gerne lesen möchte. Also von daher, das wären ganz konkrete Maßnahmen, die sehr schnell umsetzbar wären. Okay, vielen Dank. Ich habe ja die Gabe der Weissagung. Sie haben mir jetzt mit einem Finger gezeigt, Sie wollen was sagen. Aber meine nächste Frage war, Herr Tews und Herr Gesenhus, was halten Sie von den Vorschlägen von der Frau Metz?
Soll ich mal anfangen? Also die Sache mit Tübingen fand ich sehr interessant. Ich habe damals, hat mich die Presse dann noch angerufen, hat gesagt, Herr Thiers, was halten Sie denn davon, dass in Tübingen jetzt sozusagen, im Bund kriegen Sie es nicht so richtig hin, aber in Tübingen machen die das. Ich sage, toll, dann können wir mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ich fand es jetzt schade, dass es ein bisschen gescheitert ist an der Stelle, ja, weil das war ja nicht klar, ob er damit scheitert. Er wollte es ja machen, der Rat hatte das in der Stadt auch beschlossen. Ja. Es gab eine Übergangsfrist, bis sie soweit waren, ich glaube 2 Jahre, ja. Und jetzt sind sie erstmal gescheitert. Ich finde das schade, weil es wäre natürlich mal wirklich auch sozusagen ein Versuch gewesen, zu gucken, klappt das überhaupt, ne? Geht das? Ja? Und wie reagieren alle darauf? Wie reagiert auch sozusagen der Handel, die einzelnen Player jetzt auch vor Ort, ne? Was weiß ich, Imbisse und so weiter, die alle betroffen wären dann, wie reagieren die? Das wäre sehr spannend gewesen. Naja, ein paar Erfahrungen gibt es dazu, die haben sehr positiv reagiert, aber ja. McDonald's hat geklagt. Also naja, von daher, Beispiel, ne? Insofern, die großen Player im Markt sind, müssen vielleicht ein bisschen gezwungen werden. Ja, so ein bisschen gezwungen, da kommen wir jetzt ja gleich drauf. So, und also ich wollte nur noch mal sagen, nationale Klimaschutzinitiative haben wir auch noch. Damit wird Mehrweg auch finanziell momentan unterstützt. Das läuft schon, darf man nicht vergessen an der Stelle. Aber jetzt kommen wir ja genau zu dem Punkt. Also Verpackungsgesetz hat damals diese Quote festgelegt, da war ich ja dabei. Und tatsächlich, ich habe das heute Morgen mal erläutert, wie das dazu gekommen ist, war es ja auch ein Kampf. Es war ja auch, sag ich mal, unter anderem die Idee da, die Verpackung, also die Mehrwegquote einfach fallen zu lassen. Die gab es damals auch. Und wir haben aber gesagt, wir wollen das nicht. Und die beiden Berichterstatter damals, das war ich, sag ich mal, und das war Herr Gebhardt von der CDU, wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen die Mehrwegquote erhalten. Aber wir hatten tatsächlich in dem Moment erstmal so kein richtiges Durchsetzungsinstrument, wo wir hätten sagen können, so setzen wir sie auch durch. Das war damals schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, es wird jetzt geprüft und dann kommen wir irgendwann dazu, wirklich die 70% auch durchzusetzen. Vielleicht muss man auch nochmal die Quote besprechen. Das können wir auch in der Koalition gerne machen. Aber sie muss durchgesetzt werden. Und das sehe ich auch so. Also das würde ich auch gerne in dieser Legislaturperiode wirklich haben. Sodass wir einen Entwurf brauchen eigentlich, auch von der Umweltministerin jetzt, dass wir diesen Weg auch wirklich gehen können. Also man kann jede Menge Konzepte und Studien machen. Es laufen ja auch noch 2 Studien im Getränkebereich. Die müssen wir auch abwarten, denke ich mal, weil die Ergebnisse brauchen wir dann auch für die Umsetzung. Aber dann müssen wir uns an die Umsetzung machen. Und ich habe damals gesagt, ja, es ist immer sehr schwer, alles sozusagen immer mit Studien zu begründen. Wir haben, also die CDU hat jedes Mal sozusagen eine neue Studie gefordert, wenn wir gesagt haben, wir wollen das Gesetz umsetzen. Ja, kann man natürlich machen, dann macht man sein Leben lang Studien und stellt am Ende fest, naja, es kann sein oder auch nicht. Ja, das ist auch bei Studien manchmal so. Also Getränkestudien in der Vergangenheit, brauche ich nur angucken, da war das genauso. Da konnte jeder begründen, warum seine Verpackung gerade besonders umweltfreundlich ist, ne, mit seiner Studie. Ne. Also ist ja schwierig, wir haben die Studien standardisiert, das ist auch gelaufen, aber trotzdem, sage ich mal, muss man das jetzt abwarten und dann aber daran arbeiten, dass wir das wirklich durchsetzen mit den 70%. Ich habe damals als Argument gesagt, ja, unabhängig von CO2, unabhängig von allen Studien, die es da so gibt, habe ich gesagt, ich möchte, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ein Mehrwegangebot auch noch haben. Weil wenn das mal weg ist, das wieder zurückzuholen, ist unglaublich schwierig. Das merken wir bei einigen Herstellern, die jetzt wieder versuchen zurückzukommen, weil die Verbraucher das nicht mehr mitmachen und sagen, ich kaufe dich nicht mehr, wenn du nicht Mehrweg hast. Ja, das findet ja in einigen Bereichen statt. Aber das müssen wir sozusagen erreichen, dass wir Mehrweg wirklich halten. Und die 70% haben wir nicht ohne Grund gewählt. Wir haben gesagt, das geht. Wir wissen, dass es geht, gerade im Getränkebereich. In anderen Bereichen muss man noch mal hingucken. Da könnten wir ja auch noch mal drüber reden, was da so los ist. Aber letzten Endes im Getränkebereich geht es. Und die Studien, das habe ich damals gesagt, müssen auch zeigen, wer sind die Top-Runner. Also wer zeigt heute schon, dass es geht? Und an denen sollten wir uns orientieren. Ja, und dann sollte man sozusagen hingehen und sagen, das machen wir auch politisch zum Standard. Weil damit sparen wir jede Menge CO2 ein, jede Menge, sage ich mal, Rohstoffe. Und es geht heute schon, wir können es machen, also sollten wir es auch tun. Bevor ich jetzt zum Herrn Gesenhus komme, ich möchte noch was einbringen, was wir in Österreich haben. Sie wissen, wir haben eine grüne Umweltministerin, die Frau Gewessler. Schön. Und die hat uns für 2024 verordnet Mehrwegquoten im Sortiment. 60% beim Bier, 20% beim Wasser und 10% bei der Milch. Das betrifft das Angebot im Handel, weil ich kann ja nicht dem Kunden an der Kasse am Checkout die Flasche wegnehmen und sagen, du bist über der Quote oder unter der Quote. Das geht also Gott sei Dank noch nicht. Aber immerhin haben sowohl der Handel als auch Aldi und Lidl reagiert und auch in Richtung Einwegpfand und Rücknahme von PET-Flaschen hat Aldi schon angekündigt und testet das schon in Filialen, dass sie bei Bier und bei Wasser Mehrweg aufgenommen haben.
also Hofer in Österreich, ich übersetze euch das nur. Wir hatten einen Weg bei Bier, ist ja unglaublich, das akzeptiert ihr Österreicher? Dosen. Dosen. Hier in Deutschland, ach so, ja, okay. Dose. Nur Dose. Aber in Deutschland ist doch Glas. Aber das ist ja, ja, aber der hat nur Dosen oder Einwegflaschen. Wir haben die 0,33er Bier in Einwegflaschen und damit, ja, aber wir kennen die Konzeption. Ja, das wollte ich Ihnen nur kurz hineinwerfen, um die Diskussion noch blumiger zu machen. Also ich freue mich immer darüber, wenn Parteikollegen innovative Ideen haben. Das heißt in Tübingen, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle da nicht immer einer Meinung sind, aber bei dem Punkt muss ich sagen, gute Initiative. Und deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, wir müssen ans Verpackungsgesetz auch noch mal ran. Da besteht ganz offensichtlich eine Regelungslücke. Das ist doch genau das, was wir wollen, eben durch Lenkungsabgaben zu erreichen, dass eben umweltschädliche Produkte in der Wettbewerbsfähigkeit eher nach unten fallen und diejenigen, die sich schon auf den Weg machen, ökologisch unterwegs sind, dass die eben einen Wettbewerbsvorteil bekommen. Da ist ja genau dieses Instrument total wichtig und deswegen glaube ich auch, ist das eine Regelungslücke, die wir schließen sollten und deswegen habe ich vorhin auch angesprochen, das sollten wir auch angehen. Ich bin auch total offen zu sagen, wir schaffen wirklich mal ein Angebot für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil ganz oft ist es ja oft so, dass das dann abgewälzt wird. Ja, also der Verbraucher, wer auch immer das sein soll, weil den Verbraucher gibt es überhaupt nicht. Das sind nämlich ganz viele und die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Aber der muss das dann richten. Das ist ja so ein klassisches Instrument, teilweise von einschlägigen Interessensverbänden. Ja, aber wenn ich irgendwie gestresst von der Arbeit komme und durch den Supermarkt laufe, dann nehme ich irgendwo das Erstbeste. Und wenn dann eben da gerade kein Mehrwegangebot ist, dann greife ich eben doch zur Einwegflasche, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Also, was folgt daraus? Es ist eben nicht nur eine Nachfragefrage, es ist auch eine Angebotsfrage. Und die schaffe ich eben dadurch, indem ich zum Beispiel vorgebe, bestimmte Quoten anzubieten. Von daher, ich finde die Initiative sehr gut. Das ist so ein Punkt, den muss man dann in einer Koalition diskutieren. Ich könnte mir vorstellen, wir beiden kommen da schnell zusammen. Wir haben ja auch noch einen dritten im Bunde, aber gut, das muss man dann gucken. Ich persönlich kann aber sagen, ich finde, genau das muss der Weg sein, eben ja, nachhaltigen Verbrauch auch zu ermöglichen und den ermögliche ich eben nur dann, wenn ich auch Angebote schaffe. Dritter Punkt, weil Sie es angesprochen haben, Verbindlichkeit von Gesetzen und Regelungen. Das ist ehrlich gesagt ein Problem, was mich immer tierisch aufreicht im Umweltrecht. Von daher ist es auch gut, wenn es Verbände gibt, die dann auch mal dafür sorgen, dass Umweltrecht durchgesetzt wird. Wir haben überall im Naturschutz, Umweltrecht, wahnsinnige Vollzugsdefizite. Und ich sage es jetzt mal ganz platt, wir können uns als Gesetzgeber manchmal ehrlich gesagt die Arbeit sparen, neue Gesetze zu machen, wenn sie am Ende nicht durchgesetzt werden. Das hat was mit fehlendem politischen Willen zu tun, das hat was mit Unterausstattung in den Umwelt- und Vollzugsbehörden zu tun. Das hat ganz konkret, jetzt Stichwort Kreislaufwirtschaft, ich weiß, dass Kollege Thees auch ein wichtiges Thema ist, grenzüberschreitende illegale Abfallverbringung, fehlender Datenaustausch, wenig Kapazität beim Zoll und so weiter und so fort. Von daher, das, was Sie ansprechen, Durchsetzbarkeit und Verbindlichkeit, ist im gesamten Umweltrecht was, was wir angehen müssen. Das hat einerseits damit zu tun, Ziele dann auch mal verbindlich zu machen, Stichwort Vermeidungsziel, aber dann eben auch dafür zu sorgen, dass das dann am Ende auch durchgesetzt und kontrolliert werden kann. Und da würde ich mir sehr wünschen, wir haben als Bund da eine Initiative gemacht, wenn wir da auch die Unterstützung der Länder bekommen, dass wir sowas wie einen Bund-Länder-Pakt Planungsbeschleunigung für den Umwelt- und Naturschutz hinbekommen, wo dann eben auch klare Zusagen mit verbunden sind, Personal zu schaffen. Der Bund auf der anderen Seite auch sicherlich bereit ist, da als Finanzier zu unterstützen. Aber dann muss da eben eine klare Absprache da auch sein. Ich finde, wir hatten ein gutes Beispiel beim öffentlichen Gesundheitsdienst als Reaktion auf die Corona-Pandemie, um die Gesundheitsämter vor Ort zu stärken. Sowas brauchen wir auch im Umweltbereich, um eben diese riesigen Vollzugsdefizite abzubauen. Okay, Herr Thees, Sie wollten was jetzt dazu replizieren oder nicht? Nee, da hat er vollkommen recht. Also es ist tatsächlich so, dass wir Defizite haben. Ja. Ist natürlich immer schwierig, wenn wir sagen, wir haben Defizite, weil wir natürlich auch teilweise die Situation ändern können. Allerdings in den Ländern ist das für uns beide als Bundestagsabgeordnete gar nicht so einfach. Aber ich habe das, sag ich mal, schon lange Zeit immer wieder bemerkt, dass tatsächlich wir auch vom Bund aus immer darauf achten müssen, also ich habe auch Gespräche mit Landesbehörden geführt in der Sache, ja, dass wir sozusagen diese Umsetzung, diesen Vollzug ja, im Auge behalten, dass wir es nicht zulassen, dass wir in Deutschland auch unterschiedlichen Vollzug haben. Es gibt ja Bundesländer, die machen das vorbildlich und andere machen das gar nicht.
Ja, das führt ja auch zu einer erheblichen Ungerechtigkeit innerhalb von Deutschland. Ja. Und das muss man dann eben auch mal in die Öffentlichkeit zerren oder eben diese Leute auch darauf aufmerksam machen. Und diese Gespräche müssen wir immer wieder führen. Und ich sage mal eins, ich habe das mal rechtlich prüfen lassen. Man kann auch über das Bundesumweltamt Landesumweltämter anweisen, Dinge zu tun. Das wird nie gemacht, also selten gemacht, aber rein gesetzlich, ja rein juristisch, haben wir Juristen hier irgendwo, ja, juristisch geht das. Ja. Und das soll ich mal prüfen lassen und das ist interessant. Und vielleicht müssen wir manchmal Gebrauch davon machen, wenn wir ganz deutlich sehen, dass Vollzug an einer bestimmten Stelle nicht stattfindet, dann müssen wir auch mal unangenehm werden. Das ist einfach so, auch wenn die Länderkollegen ja, dann vielleicht jammern in dem Moment. Aber Sie sind in bester Gesellschaft. Wir haben auch einen Föderalismus in Österreich. Und da sagen manche Bundesländer, was die Bundesregierung in Wien macht. Ja, will ich nicht ins Detail gehen. Wir gehen jetzt zum Herrn Reininghaus. Das wirft uns zwar alles durcheinander, aber komm bitte, deine Frage. Ich mache mich kurz. Also wir merken ja, dass die Diskussion ja ziemlich langtriebig ist. Wir kommen seit fast 20 Jahren oder 18 Jahren nicht richtig vorwärts. Dem Herrn Bielenstein ist, glaube ich, nicht gut dabei, weil ja gerade die Mineralwasserindustrie von fast 100% runter marschiert ist auf 26% Mehrwertanteil. Es ist ja ein Vertreter vom Aldi hier und wenn ich mir einen Lidl angucke, da gibt es einen Lidl und einen Kaufmann und ich würde mir, Kaufland, und ich würde mir halt wünschen, die Idee hatte ich heute, jemand anderes auch von den ja, Newcomern, wenn ich das so sagen darf, wir bauen mal neue Einkaufslandschaften auf, also Einkaufshäuser, wo es nur Mehrweg gibt. Man kann dort nur Mehrweg kaufen. Nichts anderes. Und ich glaube, dann kommt auf einmal eine Dynamik rein. Das wollte ich nur mal so in den Raum werfen. Wäre vielleicht mal was Neues. Dort kauft man nur Mehrweg. Was anderes darf da gar nicht hin. Andere Frage an die politischen Vertreter. All das, was wir jetzt gehört haben über Deutschland, wie sieht es denn im europäischen Ausland aus? Es gibt Länder, da habe ich gehört, da kommt Befandung wieder. Nicht nur in Österreich, sondern auch ganz hoch im Norden. Sehen wir unsere Länder ja, Richtung also Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, alle wie sie heißen. Da wird alles wegwerf. Ja, wir sind ja hier schon relativ weit. Was passiert denn da? Ja, auch da muss was passieren. Ich glaube, Sie sind europäisch sehr dort vertreten. Passiert da was? Oder sind nur wir wieder etwas die Vorreiter? Und in der Zwischenzeit werden die Dinge verbrannt oder gehen andere Industriezweige, die Kunststoffe. Und da geht es ja nicht nur um die Getränke und PET, sondern viel mehr. Aber Getränke wird mir reichen. Okay, danke. Der Herr Tefs hat sich schon gemeldet, aber dann gehen wir zum nächsten Thema über, sonst stehen wir drei auf der Bühne, die nichts sagen. Das kann es auch nicht sein. Aber bitte, Herr Tefs. Ich wollte gerade noch mal sagen, also ich fand das ganz, ganz wichtig, gerade diesen Aspekt, wie designe ich denn überhaupt, sage ich mal, so einen Verkauf auch. Also ich bin mal eingeladen worden, wir haben ja Lidl-Vertreter irgendwo, Lidl und Kaufland, ja. Also die Schwarzgruppe, die hat mich mal eingeladen zur Eröffnung eines Kauflands. Ja. Und das war eine tolle Initiative, also da ging es sehr viel um Kreislaufwirtschaft, da ging es sehr viel auch um Mehrweg, Einweg, alle Themen hatten wir da so. Aber ich bin dann auch mal durch den Laden gegangen und ich kaufe auch noch ein. Ja. Und ich gucke mir das schon an vor Ort, wie das aussieht. Ja, ja, ich habe noch Zeit, ich kaufe noch ein. Ihr nicht, ihr müsst zu viel machen. Aber letzten Endes kaufe ich auch selber ein. Und dann ist es tatsächlich so, da habe ich mir den Laden mal angeguckt, da habe ich gesagt, naja, aber so, es gibt so ein paar Aspekte, die fehlen mir hier. Ne? Also zum Beispiel der frische Bereich, nicht groß genug. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel Abfall einsparen willst, ja, und darüber reden wir ja viel, ne, dann müssen bestimmte Dinge eben doch da sein. Also man muss erkennen können, dass wirklich Mehrwegregale da sind. Man muss erkennen können, sage ich mal, dass ich auch meine Waren vielleicht in selbst mitgebrachte Verpackungen verpacken kann, die ich immer wieder benutze, ja, oder in Mehrwegsysteme. Das muss aber auch angelegt sein im Markt. Und wenn ich den Markt immer wieder so baue wie früher, ja, mit Blistern und massenhaft, ja, dann wird das nicht funktionieren. Und es ist tatsächlich so, in Europa wurden wir ausgelacht für das Pfandsystem, lange Zeit, das war so. Also europäisch wurde darüber belächelt und gesagt, Deutschland wieder mit seiner Sonderlösung. Es gibt aber immer mehr Länder, die das jetzt tatsächlich ausprobieren. Es gibt verschiedene Initiativen, also es passiert wirklich was. Und wenn ich mir zum Beispiel solche Länder, ich war jetzt in Griechenland, ja, weil wir haben griechische Verwandte, habe ich mir angeguckt, da das Haus, wo wir waren und so. Und wenn man da so rumfährt, dann sieht man, das geht auch nicht mehr lange gut. Also dieser Einwegbereich, zum Beispiel in Griechenland, wo die Sammelsysteme wirklich ungenügend sind, ich habe mir das angeguckt, also das kann man überall sehen. Auf Kreta war es ganz schlimm, als ich mir das mal angeguckt habe, da liegt jede Menge Müll. Also ich bin Motorradfahrer, ich bin da mit dem Motorrad mal so durch die Berge gefahren, dann siehst du da plötzlich in den Bergen so Müllhaufen. Ja?
Also offensichtlich funktioniert es nicht. Das heißt, die Länder werden alle an einen Punkt kommen, wo die Einwegsysteme kollabieren. Das sehen wir jetzt schon in vielen Bereichen. Und so geht es jedenfalls nicht weiter. Und dann schaut man tatsächlich nach Deutschland. Ich bin ja regelmäßig auf der IFAD, also auf der, sag ich mal, Kreislaufwirtschaftsmesse da in München. Da kommt die ganze Welt hin. Also die ganze Welt guckt sich da in Deutschland auch die Lösung an, die wir anbieten. Vielen geht es zu langsam, mir manchmal auch. Ja. Aber wir müssen natürlich immer wieder hier auch aufzeigen, wie es geht, dass es geht, ja, und dann ziehen auch die anderen mit, das erleben wir immer wieder. Also ganz den Kopf in den Sand stecken möchte ich an der Stelle nicht, weil ich eben sehe, dass viele sich auch dafür interessieren und Deutschland hier auch als Vorbild herannehmen, und deswegen lassen Sie uns weiter in diese Richtung gehen. Ich glaube, da helfen wir uns, aber da helfen wir der Umwelt und vielen anderen Ländern auch. Okay, danke. Herr Billenstein hat sich dazu gemeldet. Bitte, komm. Ja, erstmal muss ich die Zahl korrigieren, ganz so schlimm ist es bei uns doch nicht. Also wir liegen so etwa bei 42% Mehrweganteil, was etwa auch dem Bundesdurchschnitt entspricht. Und insofern könnte und sollte mehr sein. Und wie wir da hinkommen, sollten wir eben gleich auch nochmal vertieft diskutieren. Und ich wollte aber noch einen Aspekt da mit reinbringen, das hat der Herr Gerland heute Morgen auch schon mal angesprochen. Wir haben ja immer so den Eindruck, das kostet dann so viel Mehrweg. Und ich muss einfach mal sagen, wir haben das auch nochmal durchgerechnet und wir sind jetzt im vergangenen Jahr auch aus Brüssel nochmal gefragt worden, habt ihr eigentlich Zahlen dazu, wenn ihr die Kosten von Einweg- und Mehrwegsystemen vergleicht? Und die haben wir, weil wir mal vor einigen Jahren eine ganz tiefe Studie gemacht haben, die sollte als Ergebnis liefern ein Berechnungstool für unsere Mitglieder, wenn die neue Anlagen aufbauen. Wann ist ein Break-Even für Einweg, wann ist ein Break-Even für Mehrweg, wann für Glasmehrweg, wann für PET-Mehrweg und so weiter. Und das interessante Nebenergebnis dieser Studie war, mit den Poolsystemen fahren wir ökonomisch tatsächlich am besten. Ja? Also PET-Mehrweg kostet immer ein bisschen mehr, weil das technisch aufwendiger ist, aber Glasmehrweg als Poolsystem. So, und jetzt komme ich auf meinen Punkt. Wir wissen ja, die Nachfrage nach Mehrweg steigt und wir können über Discounter sehr viel sprechen. Was ich einfach nicht verstehe, ist, warum lassen die so viel Umsatz und damit auch Gewinn liegen? Weil der Punkt ist, wenn die bei den Mengen, die die umsetzen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum da nicht auch Mehrweg zu kaufen ist. Denn wir wissen ja von anderen Discountern, die machen da gute Geschäfte mit. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich dann auch der Politik nochmal sagen möchte, bitte lassen Sie sich da nicht ins Boxhorn von jagen, wenn es dann heißt, das killt hier uns bei den Umsätzen und bei den Gewinnen. Man kann mit Mehrweg eben sehr gute Geschäfte machen als Unternehmen und damit sehr gesund sein. Aber in diesen Zeiten erst recht. Genau. Also wir müssen aufpassen, dass die Politiker nicht 90% der Redezeit hier in Anspruch nehmen. Bleiben wir noch bei Ihnen, Herr Billenstein. Sie vertreten den Mineralwasserbereich. Ihr habt eigentlich da keine Probleme, oder, mit Mehrweg? Naja, wie gesagt, wir kommen, hatten mal durchaus bessere Zeiten. Aber eins ist auch klar, und das ist natürlich der Unterschied, sage ich jetzt mal, zu den Brauern, wo der Herr Baxmeier jetzt wirklich einen tierischen Job zu leisten hat, in den nächsten Jahren dieses Poolmanagement wieder aufzubauen. Da haben wir das Glück, dass wir eben seit 5 Jahrzehnten kontinuierlich hier ein gutes Poolmanagement haben. Und deswegen haben wir eben auch nach wie vor eine Poolquote von ungefähr 72%. Die ist auch sehr stabil. Das ist die Mehrwegquote? Das ist die Poolquote innerhalb des Mehrwegbereiches. Also Poolgebinde heißt gemeinsam genutzte Gebinde. Okay. Gibt es eine Ziffer, wie viel Mehrwegquote Mineralwasser in Deutschland hat? 42%. 42? Aktuell, ja. Wie gesagt. Liegt auf dem Niveau. Heute Morgen hat es der Jürgen Recht auch schon mal vorgerechnet, es ist halt identisch, da fehlen 28 ne, zu den 70. Okay, Herr Giesenhus, jetzt kommen wir zu Ihnen und dann gehen wir weiter mit dem Herrn Baxmeier. Ja, Sie müssen da einfach aufpassen, weil sonst Politiker so diese Eigenschaft haben, dann immer viel zu lang zu reden. Ich wollte einfach nur noch mal konkret die Frage beantworten, weil sie auch sehr konkret gestellt worden ist. Was passiert, das wissen Sie wahrscheinlich ja auch, dass die Europäische Kommission jetzt dieses große Kreislaufwirtschaftspaket vorgelegt hat. Und was ich eben auch gut finde, dass der ganze Bereich Vollzug, wir haben es eben angesprochen, auch dabei eine wichtige Rolle spielt, gepaart mit eben anderen Dingen, dass wir eben zum Beispiel auch über Einsatzquoten reden und nicht immer nur sozusagen
auf Quoten, die auf den Input abzielen, was dann irgendwo am Ende der Fahnenstange passiert, sondern auch was die Verarbeitung im Produkt angeht. Wie gesagt, was den ganzen Bereich Vollzug angeht. Und jetzt ist es so, dass das auf europäischer Ebene dann natürlich sehr kontrovers diskutiert wird. Und was ich zusagen kann, ist, dass die Bundesregierung da als Antreiberin auftritt. Also wir setzen uns konsequent für ambitionierte Ziele ein, für verbindliche Ziele ein. Da gibt es ja immer jede Menge Versuche, das zu verwässern. Da halten wir klar dagegen. Und eben ein wichtiger Punkt bei uns ist, neben der Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung, ist ja vorhin auch angesprochen worden, dass wir uns eben auch für konsequente und verbindliche Vermeidungsziele einsetzen. Und wie gesagt, da kann eben in der Verbindung mit Vermeidungszielen Mehrweg ja auch eine wichtige Rolle spielen. Letzter Punkt, europäisch ist eigentlich fast noch zu klein gedacht, weil Lieferketten sind global. Gerade auch im Kunststoffbereich stehen die entsprechenden Unternehmen ja auch in einem globalen Wettbewerb. Deswegen ist es unser Anliegen, das nicht nur auf europäischer, sondern auch auf internationaler Ebene zu regeln. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass die Vereinten Nationen ja jetzt ein Verhandlungsmandat auf den Weg gebracht haben für ein verbindliches internationales sogenanntes Plastikabkommen. Das wird ja jetzt erarbeitet. Auch da war das so, dass die Bundesregierung da auch eine wichtige Rolle, würde ich jetzt mal in aller Bescheidenheit sagen, dabei gespielt hat, dass dieses Verhandlungsmandat zustande gekommen ist. Und wir werden uns eben jetzt in den nächsten Jahren dann auch dafür einsetzen, dass es dann auch in der entsprechenden Verbindlichkeit vorgelegt wird. Okay, gehen wir weiter zu Herrn Baxmeier, schauen wir uns den Bierbereich an. Was war eigentlich der entscheidende Moment für die Gründung der GMMA und geben Sie den Individualflaschen noch eine Zukunft in Deutschland? Ja, erstmal, dass ich so lange so still geblieben bin bei so einer Diskussion, das ist auch eher selten. Bevor ich Ihre Frage sofort beantworte, bitte. Ja, zwei, drei Dinge noch mal ganz kurz. Also erstens mal 70% gehen, das zeigt die Brauereiwirtschaft und das finde ich toll. Ja? Ja. Das ist aber auch ein Punkt, das hat was mit Kultur zu tun. Ja, der Deutsche trinkt Bier nicht aus Plastikflaschen oder relativ selten. Natürlich gibt es die Dose. Aber wo kauft der Deutsche das Bier? In der Regel nicht im Discount. Ja? Oder er kauft sie auch nicht als 1,5 Liter Buddel Bier für 19 oder 21 Cent. Und ich glaube, da ist der ganz große Unterschied zu Mineralwasser. Ja? Weil es sind ja nicht die Mitgliedsbetriebe von der GdB, die diese Quote so senken, sondern es ist eben halt diese großen Konzerne, die eben halt die Discounter beliefern. Das muss man einfach nochmal ganz klar so sagen. Und für mich tut es jetzt gerade wirklich gut, dass ich hier stehen kann und sage, diese 70% sind ja nicht alles. Da ist ja noch gar nicht das Fassbier mit dabei. Wenn Sie das Fassbier oben drauf rechnen, was nichts anderes als Mehrweg ist, ja, dann schießen wir in die Höhe. Das ist an der Seite gut. So, Ihre Frage, was ist mit dem Poolgedanken beziehungsweise was ist mit dem Individuallehrgut? Ich glaube, das Individuallehrgut ist, es wird immer landläufig gesagt, es ist so eine Marketing-Sache gewesen. Also jeder hat so gerne seinen Namen auf der Flasche gelesen und so weiter und so fort. Ja. Das ist vielleicht vordergründig auch mal am Anfang so gewesen, das ist aber schon lange, lange nicht mehr so, sondern es hat wirklich ganz klare Kostenvorteile, dass man seinen eigenen Pool hat, den man selber pflegt, nach seinen eigenen Regeln. Und man soll es kaum glauben, im Augenblick zumindest für die großen Bierbrauer, das auch ein Segen ist, weil sie nämlich momentan ihr eigenes Leergut zurückkriegen, weil ja keine Neuflaschen durch den Krieg und so weiter und so fort ja zur Verfügung stehen. Aber der Hintergrund, der primäre Hintergrund, liegt einfach in der Kostensituation, die man mit einem Pool hat, in einem ungelenkten Pool wohlgemerkt, zu einer Individualflasche gerade. So, und deswegen, und jetzt muss man sich mal durchlesen, wer hat denn die GMEMA gegründet, diese vier, ja? Und von den vieren, ich will jetzt gar keine Namen nennen, gibt es einen, der hat gar keine Individualflasche. Die drei anderen haben sie. Und diese an sich größten Wettbewerber auf dem deutschen Biermarkt tun sich zusammen, um die GMEMA zu gründen, um zu sagen, hier wollen wir so nicht weitermachen. Das heißt, das ist eine unglaubliche Signalwirkung, die davon ausgeht, die dann auch ganz klar sagt, Leute, macht mit, lasst uns hier nicht alleine. Und das heißt aber nicht, dass die vier oder die drei jetzt sofort ihre Individualflaschen absetzen. Das würde ich an deren Stelle auch nicht tun. Das ist ökonomisch eben halt nicht so ganz, ganz, ganz sinnvoll. Aber sie setzen das Zeichen und das Zeichen geht auch in die Zukunft, dass das eigentlich die Zukunft ist. Ja?
Aber wann die Zukunft für die vier dann eintritt, das weiß ich nicht. Aber die Signalwirkung auch Richtung anderer Individualanbieter. Leute, guckt euch das an. Denn am Ende des Tages ist der Pool für euch immer viel, viel günstiger. Wie viel Marktanteil, wir nennen keine Namen, aber gesagt, wie viel Marktanteil haben diese vier Großen zusammen? Die vier, das hängt wirklich auf die Flaschengröße drauf an. Ich kann Ihnen sagen, von dem 0,33 Liter Pool, der natürlich auch sehr stark noch von AFG und von Wasser durchsetzt ist, aber von den 0,33ern geht man aus 60%. 60%. Ja. Ziel ist mindestens 80. Ja. Und das sieht natürlich bei den anderen Poolgebinden wie der NRW, wie ich gerade gehört habe, sieht das natürlich etwas anders aus. Ja. Aber solange natürlich die Individualflasche noch beibehalten wird, ist wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Das kann ich so nicht sagen, weil nochmal, wer hat den Pool denn gegründet? Es sind ja die vier und dahinter ist natürlich. Ja, eine Absichtserklärung und das hat ja nichts mit Waschmilch zu tun. Okay. Mach mich nicht nass. Herr Tews, machen wir mit Ihnen weiter. Ich will nur ganz kurz sagen, ergänzen vielleicht, es gibt natürlich auch rechtliche Probleme beim Pool. Das haben wir immer wieder gehört. Also auch die Verbände haben uns angeschrieben. Also sowohl bei steuerlichen Problemen gibt es wohl das ein oder andere, wo man nochmal schauen muss. Und bei rechtlichen Sachen, also bei wenn was gestohlen wird und andere Geschichten. Also es gibt noch ein paar Sachen, wo wir das vielleicht auch noch gesetzlich unterstützen können. Muss man vielleicht im Detail nochmal gucken und miteinander reden. Aber generell finde ich so eine Initiative toll. Es geht genau in die richtige Richtung. Und ja, also ich glaube, manchmal kann man ja auch mit der Individualflasche leben. Wenn es also eine sehr, also ich trinke zum Beispiel immer das Bergarbeiterbier. Ja, ich glaube, das gibt es nur bei uns. Ja, das ist, ich glaube, ein bisschen weiter weg trinkt das kein Mensch mehr. Ja, und also insofern, wenn es eine regionale Geschichte ist, ist vielleicht auch noch ein bisschen anders zu bewerten. Ja, aber wir haben natürlich auch erlebt, dass Individualflaschen kreuz und quer durch Deutschland gekarrt werden. Und da fängt dann an, sage ich mal, das Ganze auch problematisch zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass jede Flasche sozusagen, die dann von Flensburg nach Bayern gefahren wird, wirklich wieder zurück nach Flensburg kommt. Ja, das muss man auch mal in Frage stellen, ob das wirklich der Fall ist. Und dann fängt der Pool an, richtig sinnvoll zu werden. Ja, das ist schon ein richtiger Ansatz. Herr Billenstein hat sich gemeldet und dann kommt der Christoph Drixel dran, weil sonst bist du nur Statist auf der Bühne und das wäre falsch. Also bitte. Ja, ich wollte eigentlich nur noch auf diesen einen Punkt hinweisen. Das ist ja genau der Punkt. Wenn wir einen gemanagten Pool haben, dann haben wir viele von diesen Problemen, die da im Markt sind, gelöst. Und das heißt, der Schritt dahin zu gehen, ist eigentlich sehr einfach. Das ist einer der Gründe, warum wir das beim Mineralwasser und den Mineralwassererfrischungsgetränken nicht haben, weil es eben gemanagt ist. Das ist entscheidend. Und das gilt übrigens weit über die Getränke hinaus. Überall, wo wir sind, ja, jetzt kommen als nächstes die Molkereien, da werden wir auch wieder ein Management einführen. Das macht absolut Sinn und ist auch erforderlich, wenn so ein Mehrwegsystem erfolgreich laufen soll. Okay, vielen Dank. Gehen wir zu Christoph Drixel. Mehrweg ist mehr als nur bei Getränkeflaschen. Die Umsetzung der Abfallhierarchie lässt sich auf viele andere Bereiche übertragen. Auf welche Bereiche und Anwendungen lässt sich dieser Ansatz besonders gut übertragen oder ausweiten? Ja, erstmal herzlichen Dank nochmal für die Auszeichnung. Das freut uns sehr. Also im Namen von IFCO herzlichen Dank. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt in diesen Mehrwegeimer und umso mehr ehrt es uns, dass wir jetzt in diesem Glassegment trotzdem die Chance hatten, teilzunehmen und am Ende dann auch die Auszeichnung erhalten haben. Zu Ihrer Frage. Diese Mehrwegsysteme sind definitiv auf verschiedene Bereiche umsetzbar. Das ist immer dann möglich, wenn es prozessual für alle Teilnehmer in der Lieferkette Vorteile bringt. Sobald es zu mehr Komplexität führt, zu keiner Effizienzsteigerung, macht das keinen Sinn. Das war auch etwas, was ich heute früh schon erwähnt habe. Nicht Mehrweg um des Mehrweg willen. Und da ist tatsächlich der Ansatz, es muss wirtschaftlich sein. Und da sind auch die Pool-Provider gefragt, ihre Systeme so aufzustellen, dass man am Ende gleich teuer oder sogar billiger anbieten kann wie ein Einwegsystem. Also das ist sicherlich die große Herausforderung. In welchen Bereichen geht es? Das ist auf jeden Fall in all den Bereichen, die klassischen Kreisläufe abbilden, wo ein Lieferant die Mehrwegbehälter befüllt, an den Handel liefert, der Handel sie in sein Zentrallager zurückführt, wir oder auch andere Anbieter sie wieder abholen. Das gibt es in verschiedenen Bereichen, ob das Brot ist, ob das die Großbäckereien sind, fleischverarbeitende Industrie, Fisch, Eier, ich habe schon ein paar davon genannt heute früh, sind im Endeffekt alles die gleichen Kreisläufe. Das Einzige, was da wirklich dann auch wichtig ist, dass man sich eben an die unterschiedlichen Lieferketten adaptiert,
zum Beispiel im Brotbereich ist Tiefkühl ein großes Thema. Da kannst du mit der normalen Kiste nicht viel anfangen. Da muss ein Additiv zum Beispiel rein, dass es nicht zu Absplitterungen kommt, wenn die so kalt, wenn die bei Minusgraden geliefert werden. Im Fleischbereich musst du auf bestimmte Automatisierungen Rücksicht nehmen. Laufen diese Kisten in der Automatisierung? Ist das Track-and-Trace-Verfahren gegeben, etc., etc.? Das sind tatsächlich die Adaptionen, aber ja, es lässt sich auf sehr viele Bereiche ausdehnen. Trotzdem, und das ist sicherlich eine Herausforderung, wenn man über die Standardisierung spricht, und das ist ja genau das Thema, die Standardisierung am Ende bringt den Waren Mehrwert und die Nachhaltigkeit und nicht viele Systeme im Markt, ist es schon so, dass man natürlich gerade bei großen Herstellern, ob es im Fleischbereich ist oder im Brotbereich, die wirklich großen Player, da schon eine gewisse Resistenz herrscht und auch eine Überzeugungsnotwendigkeit ist, dort ein standardisiertes System einzuführen. Das ist tatsächlich dann eine Aufgabe von uns, von Pool-Providern generell, zusammen mit dem Handel, hier das richtige Verständnis zu schaffen und anhand einfach auch von Total Cost of Ownership-Analysen aufzuzeigen, welche Effizienzvorteile das System bringt. Und die sind gewaltig, die sind tatsächlich gewaltig. Christoph, Coffee to go Becher, bist du da mit diesen Startups in Kontakt oder ist das was von Interesse? Absolut, also ich kann auch noch mal bestätigen, was vorhin gesagt wurde von Martin Schöller, diese Diskussion ist wirklich sehr bereichernd und wir freuen uns auch wirklich, dass wir in den SIM-Vorstandssitzungen regelmäßigen Austausch mit diesen Startup-Unternehmen haben. Wir können wahnsinnig viel davon lernen. Wir sind auch als IFCO oder ich denke auch Europool System, alle wie wir in dem Vorstand sitzen, einfach sehr groß schon und freuen uns einfach sehr, wenn wir neue Denkanstöße haben und das sind tatsächlich extrem interessante Themen dabei, wo wir auch immer bereit sind zu unterstützen. Okay, wunderbar. Frau Metz, bitte. Ich würde gerne, wir gehen ja so auch schon langsam so ein bisschen ans Ende dieser Stunde, einfach grundsätzlich nochmal sagen, alles, was wir heute hier gehört haben über Mehrweg-Anwendungen in verschiedenen Bereichen, zeigt ja auch unser Preis. Mehrweg ist die beste Lösung und nichtsdestotrotz ist es draußen in der Gesellschaft nicht angekommen. Meine Tochter kam aus der Schule nach Hause und hat mir erklärt, die sind eine Umweltschule, Recycling ist die Lösung für das Müllproblem. Genau da liegt aber das Problem, das glauben die Leute auch und da tragen natürlich genau diese Marketing-Riesen dazu bei, wie Lidl zum Beispiel, die eben damit werben, dass sie diesen Closed Loop haben, also dass sie ihre Flasche wieder zur Flasche machen, dass sie zu 100% aus Rezyklaten hergestellt werden, was nicht stimmt, denn sie müssen RPET zukaufen. Es ist faktisch nicht möglich, 100% Rezyklate einzusetzen, denn sie haben immer Materialverluste, wenn sie eben diesen Prozess durchlaufen mit einer zerschredderten Flasche und so weiter, bis zu 5%. Das heißt, faktisch ist es gar nicht möglich, alles aus 100% Rezyklaten herzustellen. Und ich glaube, da muss man eben wirklich massiv gegenhalten und da ist die Politik an der Stelle tatsächlich gefragt. Nicht durch 100.000 Studien des schlecht zu reden. Wir kennen ja alle möglichen Studien, wo die Grundlagen der Studien ja recht fragwürdig sind. Wir als Deutsche Umwelthilfe und andere Akteure machen das auch immer sehr deutlich, arbeiten das alles durch. Das ist natürlich sehr hochkomplex und der Tweet ist aber schon draußen, der Einweg-Lobby, der sagt, übrigens haben wir rausgefunden, Einweg ist eigentlich genauso gut wie Mehrweg. So, und das ist genau das Problem und deswegen bitte nicht zu lange mit Studien warten, bis wir, und wir sind uns einig, Mehrweg ist die beste Lösung, auch wenn man die Abfallhierarchie betrachtet, dann auch wirklich das massiv zu unterstützen. Sie sind jetzt schon eine Weile in der Regierung und wir warten da ganz händeringend darauf, dass da auch wirklich was ganz Konkretes kommt. Aber wenn Ihre Tochter mit dieser Meinung nach Hause kommt, liegt das auch an den Lehrenden in der Schule, oder? Ja, also jetzt ist sie nicht mehr der Meinung. Wir haben länger darüber geredet. Das nennt man Meinungsaustausch. Sie ist mit ihrer Meinung zu Ihnen gekommen und mit ihrer Meinung zurückgekommen. Das ist Meinungsaustausch, das gibt es in jeder Firma. Okay, Herr Tiefs. Nein, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Also ewig Studien machen bringt auch nichts. Wir müssen auch klare Entscheidungen treffen. Politiker sind auch dafür da, dass sie, sag ich mal, sicherlich sich alle Meinungen anhören, dass wir natürlich auch wissenschaftsbasiert arbeiten. Das heißt, gerade bei unseren Veranstaltungen, wenn wir dann, sag ich mal, Anhörungen zum Beispiel machen, laden wir Wissenschaftler ein, ganz unterschiedliche Leute auch. Aber am Ende steht die Entscheidung. Und deswegen habe ich das ja gesagt, als wir damals die Mehrwegquote beschlossen haben, haben wir gesagt, wir wollen, dass die Mehrweg in Deutschland
noch, dass es das noch gibt, ja, dass also mein Sohn und jetzt auch meine Enkelin, ja, da, also ich bin schon ein bisschen älter, da ist also tatsächlich so, ich möchte, dass sie auch Mehrweg kaufen können, dass es das noch gibt, ja. Und wir müssen aber trotzdem solche Dinge wie Recycling und andere Sachen im Auge behalten, weil Sie haben ja vollkommen recht, es gibt da jede Menge Greenwashing, jede Menge auch Fehlinformationen, es gibt aber auch einfach Dinge, die hochwertiges Recycling verhindern. Und auch, das muss man, ich fand es sehr schön, wie Sie das gerade erklärt haben, mit dem Additiv, damit das also dann auch für gekühlte Waren, aber da müssen wir natürlich auch hinschauen. Das heißt, auch Ihre Produkte werden irgendwann mal vielleicht im Abfall landen, wären dann auch recycelbar, aber auch da müssen Sie natürlich hinschauen, ich bin sicher, das tun Sie auch, dass diese Produkte wieder leicht recycelbar sind, dass Sie so von vornherein keine Stoffe einsetzen, keine Farben einsetzen, keine Additivate einsetzen, die das Recycling verhindern. Deswegen, auch das muss man im Auge behalten, egal ob man Mehrweg oder Einweg macht, das ist ganz klar, aber Sie können ganz sicher sein, dass wir also nicht leichtfertig auf irgendwelche Dinge reinfallen. Ja? Hoffentlich. Also zum Glück, sage ich mal, bin ich Chemiker, also das eine oder andere kann ich auch noch hinterfragen. Ja? Und wir haben genug Experten, Herr Gesenhus, sage ich mal, ist genauso kritisch. Also wir werden noch nicht, sage ich mal, auf jedes Argument, was da kommt, reinfallen. Und wir fragen natürlich hinterher und wir schauen uns ganz genau auch die Bilanzen an. Und tatsächlich haben wir auch in den letzten Legislaturperioden, Helge Wendenburg hat das eingeleitet damals, kann mich noch gut daran erinnern, auch Standardisierung eingeführt bei Studien. Na, weil, also ich sage mal so, klar, wenn ich eine Studie beauftrage, dann gucke ich schon, dass ich die richtigen auswähle und die auch die Rahmenbedingungen so setze, dass ein Ergebnis rauskommt, was mich nicht total umhaut, ja, sage ich mal zumindest, na, ganz vorsichtig. Aber Helge Wendenburg und auch alle Nachfolger haben jetzt dafür gesorgt, dass sowas auch standardisiert wird. Also mal ebenso machen, was man will, kann man auch nicht. Ja, ja, nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Präsentation vom Fraunhofer-Institut mit der einen Studie und der anderen Studie. Mir wieder der Satz von Churchill eingefallen, der gesagt haben soll, ich glaube nur die Statistiken, die ich selber gefälscht habe. Ja, mein Gott, es gibt für alles eine Studie, Herr Wachsmeier. Wo? Was? Gibt's hier, warte mal, können wir den Herrn Kollegen bitten, ich möchte dann eh gleich ins Publikum gehen, aber jetzt sind Sie dran und wir nützen die letzten 10 Minuten, sich überlegen sich jeder eine Frage. Dann schaue ich wieder hin. Bitte, komm. Ja, ich wollte eigentlich ganz kurz nur sagen, ich habe beide Seiten, Einweg wie Mehrweg, vertreten und ich kann nur sagen, wenn Sie eine Studie machen, und ich habe sehr interessiert zugehört zu Fraunhofer, was dabei rausgekommen ist, und gleich haben Sie am Schluss gesagt, und dann gibt es aber noch eine andere Studie, und die widerlege ich. Ich bin mir ganz sicher, das dauert 5 Minuten, dann wird Ihre Studie widerlegt. Und das ist irgendwo der Punkt, wen wir eigentlich erreichen wollen, muss doch der Konsument sein. Der Konsument muss eigentlich verstehen, warum kaufe ich diese Verpackung, ja, und keine andere. Und da muss ich einfach sagen, da muss man einfach mit den Leuten, also dem Konsumenten das nahe bringen, was ist eigentlich der Vorteil davon. Und wir haben hier heute ganz tolle Beispiele so von den Startups gesehen, wo die ganz klar erklären, diese und diese Punkte sind es. Und dann versteht das der Verbraucher auch, weil der ist nicht so doof. Glaube ich nicht. Nein, nein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber ich meine, wenn wir an Mineralwasser denken in Österreich, ja, dieser Schwenk, den ich vorhin erzählt habe, von 100% Mehrweg in der Literflasche, in der Kiste, auf 1,5 Liter PET, der ist innerhalb von einem halben Jahr gegangen und hat die Marktführerschaft von Römerquelle und Füßlauer durcheinander gewirbelt. Weil ich wohne nicht im dritten Stock ohne Lift. Aber würde das sein, gehe ich auch lieber mit zwei solchen Dingen hinauf, als mit einer Kiste, die 12 Kilo wiegt und dann noch das Getränk dazu, das sind 24 Kilo, die man irgendwo hinaufschleppen muss. Bitte. Dafür gibt es ja PET-Mehrweg. Und das werde ich nie vergessen, das ist schon ein paar Jahre her, da war der Jürgen Trittin noch Umweltminister. Ich habe ihm das damals einfach geglaubt, dass er sagte, für ihn wäre das eben das Schönste, wenn er in seiner Wohnung ins 5. Stockwerk geht, mit 2 PET-Mehrwegkisten da hochzugehen. Also es muss nicht so schlimm sein. Ja, genau. Die gibt es, die funktionieren hervorragend, die sind okay. Nachhaltig. Und die gibt es übrigens jetzt seit neuestem auch wieder in Österreich. Gerade eingeführt. Ja, ja, ich weiß. Es kommt ja auch wieder. Ja, genau. Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben ein hochkarätiges Podium. Die Dame. Ja, genau. Ich wollte ja noch. Hat ein Mikrofon, bitte. Ja, ich wollte einfach nochmal zu dem Thema Kommunikation auch etwas sagen. Also
generell fällt mir irgendwie auf, es wirkt jetzt irgendwie so, als würde es eine alte Mehrwegwelt sozusagen geben und jetzt eine neue mit einem neuen Wind. Und jetzt will ich mich erstmal mit dem neuen Wind irgendwie stellen. Aber ich finde auch genau dieses Thema von, wie kommt das denn in der Mitte der Gesellschaft an? Ich jetzt auch mich mit dem Thema auseinandersetze und auch merke, auch in meinem privaten Umfeld, dass einfach so viel Wissen fehlt. Also auch, wir hatten auch vorhin nochmal diesen Schreck von diesen Wegwerfeimern so oder auch von den Kisten, also auch was im Hintergrund läuft in der Geschäftswelt. Das ist, glaube ich, so weit weg auch von den Endkonsumenten, dass da gar kein Bewusstsein ist. Und jetzt wurde jetzt auch schon ergänzt zu dem Thema, deswegen, und jetzt ist die Fragerunde, würde mich auch einfach mal interessieren, und was wollen Sie denn auch, also Sie sozusagen als Person, die da drin arbeiten und hier als Experten und Expertinnen sitzen, so wo sind denn da Ihre Motivationen, auch drüber zu sprechen, in die Öffentlichkeit zu gehen, da was zu machen oder, wenn man es unterteilen möchte, dann auch den neuen Wind, also wo wollen Sie da weitermachen, weil ich merke so, hey, ich möchte irgendwie auch, dass sich da was verändert, auch für mich von wie der Ozean aussieht und was die Plastikinseln und so machen und das ist für mich eine Frage. Komm auf die Frage, komm auf die Frage. Genau, ich habe doch eine Frage gestellt, die war, was wollen Sie machen, wo Sie stehen? Ich habe Sie verstanden. Genau. Danke. Nein, also ich kann ja vielleicht mal als Vertreterin des Umweltverbandes sagen, was wir machen, sind natürlich Kampagnen, wo wir das nochmal ganz deutlich machen wollen. Wo liegt eigentlich das Problem? Vorhin wurde der Supermarkt angesprochen. Wir machen zum Beispiel den Supermarktcheck, den haben wir jetzt einmal durchgeführt, den werden wir wieder durchführen. Wir gehen also in die bekannten Discounter und in den Handel und auch in die Natur, also in die Ökoläden und schauen mal, was ist denn da ein Angebot und wie viel verpackungsfrei gibt es denn da? Und wir sehen, dass wir daraufhin ganz viele Fragen bekommen, dass wir eine große Aufmerksamkeit damit generieren können. Und ich glaube, gerade solche Instrumente sind es, die das nochmal deutlich machen können. Und dann natürlich der Innovationspreis, den wir heute vergeben haben, dass wir einfach nochmal deutlich machen, wo liegen denn die Potenziale. Wir haben ja auch schon mal Recap ausgezeichnet und unterstützen natürlich gerade solche Initiativen, machen viel Presse- und Medienarbeit dazu. Mir ist bewusst, dass wir als Deutsche Umwelthilfe das Problem, oder was heißt Problem, diese Herausforderungen nicht alleine bewerkstelligen können, aber mein Eindruck ist schon, dass wir gerade in eine Debatte kommen, auch zum Greenwashing und so weiter, die so ein bisschen vielleicht irgendwann diesen Kipppunkt erreicht, dass man eben auch viele Menschen damit erreicht. Und dieses Alte und Neue, da gebe ich Ihnen total recht, aber ich glaube, das wächst auch gerade so ein Stück weit zusammen. Gerade wenn man Trendgetränke sieht in Poolflaschen, die es, glaube ich, da wissen Sie viel besser Bescheid als ich, aber schon sehr, sehr lange gibt und was ja praktisch schon wieder in ist. Also ich glaube, wir müssen da natürlich dranbleiben. Das Problem ist nicht übermorgen gelöst, aber ich glaube, wenn verschiedene Akteure, wie sie hier nun stehen, da auch wirklich gemeinsam daran arbeiten, bin ich überzeugt davon, dass man das auch hinkriegt. Und wenn die Politik uns unterstützt, so wie Sie es versprochen haben heute, dann gelingt es auf jeden Fall. Herr Bielenstein und dann der Herr Kirch. Meine, eins ist natürlich auch klar, da an der Stelle muss ich darauf hinweisen, es gibt Mehrwegzeichen. Das sehen wir noch nicht oft genug, weil das Interessante ist ja, das zusammenzubringen. Also der erste Punkt ist, das machen wir jedes Jahr, dass wir eben in der Studie fragen, so was ist denn für euch eigentlich die nachhaltigere Verpackung? Und das ist absolut im Hinterkopf, da kommt dann so 98% Mehrweg. Und dann haben wir offensichtlich doch noch ein Gap. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig, auch jeweils zu kennzeichnen, das ist Mehrweg. Und ich finde immer, das ist eine verlorene Chance bei den Kisten da in der Gemüseabteilung, dass ich nicht wahrnehmen kann, dass das Mehrweg ist. Ja, weil das ist cool. Ich glaube, kaum jemandem ist das bewusst, dass das eine Mehrwegkiste ist und was das eigentlich bedeutet, was da im Hintergrund kommt. Also ich finde, das ist absolut die richtige Frage. Ich denke, wir können uns alle da nochmal als Industrie an die eigene Nase packen und sagen, da geht noch was. Aber ich denke, auch da muss ich sagen, Schule, wichtiger Punkt, Bildung, es ist richtig so, wir können nicht alles und alle Verantwortung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern abladen, aber wir können schon was dafür tun, noch bei der Bildung und das, was uns jeden Tag beim Einkaufen passiert, noch ein bisschen besser zu durchleuchten und da besser zu erziehen. Klingt jetzt so streng, aber ich glaube, das genau sollte es sein. Die Schule ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Mir haben meine Kinder vor 30 Jahren Mülltrennung beigebracht. Ich sage, wie es ist. Plötzlich haben sie gesagt, warum trennen wir nicht Papier, Metall, drei Kübeln unter der Spüle? Und dann hat das funktioniert. Bitte.
Ja, ich kann da total gut anknüpfen. Also natürlich gibt es auch eine wichtige Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Frage ist nur, wie bekommt man das hin? Wie schafft man so eine Transparenz? Und zwar nicht nur Transparenz über die Informationen, sondern auch eine Kosten- und Preiswahrheit. Und das ist ja das Problem. Im Prinzip haben wir ein Marktversagen. Also die Tatsache, dass wir mit unseren Verpackungen, Produkten einen so riesigen Ressourcenrucksack haben, so massiv unsere planetaren Belastungsgrenzen überschreiten, unsere ökologischen Belastungsgrenzen, kommt ja daher, dass Märkte es nicht schaffen, die Produkte zu fördern, die ökologisch nachhaltig sind. Und das hat damit zu tun, dass eben die Transparenz nicht da ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht Bescheid wissen, weil sie nicht Bescheid wissen können zum Teil, weil eben alle möglichen Informationen unterwegs sind, weil Verpackungen Dinge suggerieren, die sie nicht halten, aber eben auch, weil Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen. Und das ist ein Punkt, deswegen bin ich da auch nicht ganz einverstanden mit, dass das noch nichts passiert ist. Das ist zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt, an dem wir ja arbeiten, dass eben Einwegkunststoffartikel mit einer Abgabe belegt werden, um eben stärker zu so einer Kosten- und Preiswahrheit auch hinzukommen. Steffi Lemke hat zudem auch noch das Aktionsprogramm Reparieren statt Wegwerfen beispielsweise jetzt auf den Weg gebracht. Das ist ja vorhin auch nochmal angesprochen worden, der Zusammenhang zwischen Reparatur und Mehrweg. Aber das ist der Punkt. Also solange wir sozusagen ökologische Folgekosten haben, die am Ende die Gesellschaft tragen muss, haben wir ein Problem. Und das ist eben wichtig, dass wir da bei Transparenz und bei Preiswahrheit ansetzen. Und ich bin da mit Blick auf die jüngere Generation gar nicht so pessimistisch. Mein Eindruck ist eher, dass wir ein Umwelt- und Klimabewusstsein haben bei jüngeren Menschen, das total ausgeprägt ist und deswegen eben auch Geschäftsmodelle, die zum Beispiel auf Mehrweg setzen, total gut ankommen. Die Frage ist, schafft man die Rahmenbedingungen, dass die eben dann sich auch entsprechend entwickeln können. Das Bewusstsein ist definitiv da. Und dann, genau, ich wollte nur noch ganz kurz auf Ihre Frage zu sprechen kommen, weil das wäre mein letzter Punkt, da wollte ich nämlich hinkommen. Das ist doch der Punkt. Also wir sind in einer Situation mit Klimakrise, Artensterben, Angriffskrieg mitten in Europa, wo wir ganz anders über unsere Ressourcennutzung nachdenken müssen. Und deswegen, Stichwort Kommunikation, manchmal ist es vielleicht auch eine Frage sozusagen, wie beschreibt man das Problem? Also wir diskutieren ganz, ganz technisch über konkrete Umsetzungsfragen, das ist auch total richtig. Aber ich glaube, es ist schon auch mal eine Aufgabe der Politik, das in einen größeren Kontext zu stellen. Und wir können unsere Klimaschutzziele, unsere Naturschutzziele nur erreichen, wirklich mit einer ambitionierten Kreislaufwirtschaft. Und der dritte Punkt, der jetzt wie so ein Brennglas nochmal dazugekommen ist durch den russischen Angriffskrieg, ist die Frage Rohstoffsouveränität. Und da haben wir heute Abend noch gar nicht drüber gesprochen. In dem Vortrag ist es angeklungen, aber in der Diskussion noch nicht. Also das in der Kommunikation nochmal viel stärker zu machen. Ja, Kreislaufwirtschaft, Mehrweg, auch Recycling, aber eben gerade Mehrwegvermeidung, ist ein Beitrag dazu, dass wir unabhängiger werden von Rohstoffimporten. Und das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, den wir, finde ich, in der Diskussion und auch in der Kommunikation noch viel stärker machen können. Aber das heißt, das wäre meine Frage nach Ihrem Engagement sozusagen, Sie würden es dann auch in der Kommunikation sehen, sozusagen das zu unterstützen, so als... Vielleicht soll ich mal ein paar Beispiele nennen. Das als Aufgabe für mich aus der Politik raus, das sozusagen auch in diesen Kontext zu stellen. Das kann ja Politik nicht alleine machen. Also wir sind ja angewiesen auf die Initiativen, auf die Unternehmen. Die müssen es natürlich umsetzen. Aber um eben diese Zielgruppen, die jetzt mehrfach hier erwähnt worden sind, auch zu erreichen. Kollege, lass doch mal ein paar Beispiele nennen. Ja, gerne, mache ich. Können Sie gerne gleich machen. Ist es eben wichtig, das auch eben in diesen Kontext reinzustellen. Und ich glaube, diese Situation, ich bin letztens gefragt worden, oh, jetzt irgendwie Inflation und Energiekrise und so, müssen wir denn jetzt noch Kreislaufwirtschaft auch noch machen? Ja, jetzt erst recht. Jetzt ist die Situation, das zu machen, weil es eben Beitrag zu Rohstoffsouveränität ist. Und in dem Sinne würde ich das in die Kommunikation aufnehmen, aber freue mich da auch gerne auf andere. Aber ich muss noch was bei Ihnen einwerfen. Sie haben das Marktversagen genannt. Das ist ein interessanter Begriff. Wenn Marktversagen das ist, dass die Konsumenten das kaufen, was wir nicht wollen. Nein, das ist nicht Marktversagen. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, das ist Marktversagen. Also ich bin Volkswirt, habe mich damit viel beschäftigt und Marktversagen ist einfach ein feststehender Begriff. Und Marktversagen liegt zum Beispiel dann vor, wenn es keine vollständige Transparenz gibt. Marktversagen liegt dann vor, wenn ökologische Folgekosten auftreten, die nicht eingepreist sind, weil dann eben externe Kosten entstehen, die von der Gesellschaft getragen werden und nicht von den Verursachern. Und dann funktioniert ein Markt nicht. Und sozusagen dieser
Markt, wenn ein Markt funktioniert, ist ein guter Mechanismus, um Mengen und Preise zu bestimmen. Aber wenn Marktmacht vorliegt, wenn Informationen nicht vernünftig verteilt sind oder eben wenn externe Kosten vorliegen, versagt ein Markt und dann ist es Aufgabe der Politik. Das ist die Motivation für Politik aus der Volkswirtschaftslehre heraus. Das heißt, das ist die Aufgabe für Politik, regulierend einzuschreiten und das ist unsere Aufgabe. Man müsste so eine Lenkungsabgabe, wie Sie vorgeschlagen haben, so schnell wie möglich einführen. Seid Sie an der Macht, könnt Sie ja tun. Bitte, Herr Tiefs. Gut, ehrlich gesagt, das mit der Lenkungsabgabe glaube ich nicht, dass das kommt, sage ich ganz ehrlich. An der Stelle, eher die Lenkungsabgabe, so wie die, sage ich mal hier, sage ich mal, diese 20 Cent, ja, aber das wird es so nicht geben. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich will, aber die Frage war ja ganz, eine ganz andere. Die Frage war ja im Grunde genommen, sage ich mal, wie kann der Verbraucher das erkennen, sage ich mal, wie transportieren wir das in die Öffentlichkeit, was machen wir überhaupt dafür? So, und die letzten Jahre haben wir dafür gesorgt, dass zum Beispiel Mehrwegverpackungen überhaupt oder Mehrweggetränkeverpackungen im Markt überhaupt erkennbar sind, im Regal. Da haben wir lange für gekämpft, das haben wir durchgesetzt. Ja. Die Europäische Union hat verhindert, sage ich mal, dass wir es auf die Flasche kriegen, ja. Aber letzten Endes haben wir es, sage ich mal, ins Regal gekriegt. Und die Initiativen, die jetzt aus der Industrie kommen, diese Möglichkeit haben sie ja, sie können sie auf ihre Flaschen drucken. Ja. Und das machen ja auch viele mittlerweile, so dass eben der Kunde das erkennen kann. Also hier kann man sehen, hier hat Politik reagiert, hier hat aber auch der Markt reagiert im Grunde genommen und hier ist schon einiges passiert. Wir haben im Nachhaltigkeitsbeirat darüber gesprochen, dass wir immer wieder eine Sendung haben, Börse vor acht. Ja. Und wir haben gesagt, wäre ja schön, wenn mal sowas Ähnliches wie Umweltschutz vor acht oder Nachhaltigkeit vor acht kommt, gibt es jetzt. Ja. Das heißt, da werden immer wieder solche Themen aufgenommen, täglich im Grunde genommen. Ja. Und Sie können immer dort sehen, sage ich mal, dass bestimmte Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Abfall, alle dort behandelt werden, jeden Abend sozusagen. So, das heißt, das sind Dinge, die wir wirklich auch anschieben können, wo wir sagen können, das kommt in die Gesellschaft. Und eins sage ich auch, Kollege, das sind nicht nur die jungen Leute, die reagiert haben, das sind auch die älteren Leute, die reagiert haben. Vielleicht manchmal gerade die älteren Leute, die reagiert haben. Also meine Mutter fragt mich in meiner Bekanntschaft, sage ich mal, habe ich auch nicht viele, bestritten. Sage ich mal, dass sie mittlerweile solche Dinge auch wirklich, ja, ich weiß, dass das nicht so gemeint ist, aber ich will es einfach nochmal sagen, weil das immer häufig so eine Geschichte ist, die da über Generationen, das stimmt gar nicht. Also ich glaube, dass es in der Bevölkerung insgesamt mittlerweile dann Umdenken gibt. Und das merke ich nicht nur, weil ich meine Umgebung beobachte. Ich kriege auch mittlerweile jede Menge Fragen, sage ich mal, und Hinweise aus dem Handel, von Produzenten, ja, die also wirklich auch überlegen, wie sie es machen können. Ja. Natürlich ist da immer wieder das Problem, dass man auch gucken muss, ist das wirklich ernst gemeint, ist das nicht vielleicht nur so ein bisschen Greenwashing, aber letzten Endes, sage ich mal, überlegen momentan viele, ihr Sortiment umzustellen. Ja. Viele denken darüber nach, sage ich mal, dass sie alternative Produkte oder Mehrwegprodukte wieder stärker in den Handel bringen. Das kann man tatsächlich beobachten, das wird sich auch in den Zahlen niederschlagen, da bin ich ganz sicher. Also insofern, so ganz pessimistisch würde ich das nicht sehen, auch wenn es natürlich immer noch Menschen gibt, denen das vollkommen egal ist. Aber ich glaube, dass die insgesamt, sage ich mal, in der Bevölkerung da schon einiges passiert ist. Okay, ein schönes Schlusswort. Wenn es keine, oh ja, Herr Bachmann, gibt es Ihnen bitte ein Mikrofon? Ist es das Mikro? Bitte. Ich habe mal eine Frage. Es wird über Mehrwegflaschen, Kartons und alles gesprochen. Das Thema 500 Millionen Einwegflaschen Spülmittel. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Man könnte 500 Millionen Flaschen, macht allein ein Hersteller und macht es als Reklame, als Marketing-Gag. Diese Flaschen sind aus Altplastik hergestellt. Man könnte aber, wenn man diese 500 Flaschen zugrunde setzt, das Ganze in 50 Millionen Flaschen zum Beispiel machen, indem man eine Mehrwegflasche aussetzt. Aber wenn Sie mit dem Thema irgendwo kommen, wird sofort geblockt. Dasselbe könnte man mit Shampoo, mit allen möglichen Waschmitteln, das sind enorme Mengen. Wenn ein Hersteller 500 Millionen Flaschen recycelt, ein Hersteller, und das ist nur ein Mittelhersteller, Werner und Merz zum Beispiel, die machen ja da große Reklame, dann sind ja noch andere, größere, dann sind das Milliardenflaschen und die werden überhaupt nirgends erwähnt. Naja, das okay, Problem ist verstanden. Dass sie nicht erwähnt werden, denn tatsächlich gibt es auch dafür schon Piloten, die zeigen, dass es eben anders geht. Also auch Mehrwegabfüllung ist da in dem Bereich, gibt es schon Piloten und Beispiele. Und genau, diese Froschprodukte, ja, die setzen dann eben auf Rezyklaten in den Flaschen. Und das ist das Ende der Fahnenstange. Das halten wir auch nicht für richtig und gut. Und deswegen
sprechen wir gerade eben bei solchen Veranstaltungen wie dieser hier über genau diese anderen Anwendungen, die es aber ohne Frage auch schon in diesem Bereich gibt, dass man sich das abfüllt. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist noch überhaupt nicht in der Fläche, aber es ist nicht so, dass keiner drüber spricht. Nein, Herr Pilstein, bitte. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, wenn Sie gleich nochmal zu den Start-ups gehen, die Sie vorhin hier vorgestellt haben, da werden wir dann auch noch eins zu dem Thema sehen, falls Sie nicht schon unterwegs sind, weil einen kompletten Überblick habe ich da auch nicht. Und das zweite ist, bei allem, was wir über Mehrweg diskutieren, wir müssen auch realistisch bleiben. Vorhin wurde mal gesagt, Mehrweg immer dann, wenn es sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist ein Leitsatz, den sollten wir uns durchaus auch festhalten. Wir können unheimlich viel in Mehrweg machen. Und dort, wo das nicht geht, und das ist definitiv der Fall, das müssen wir uns auch immer wieder anschauen, müssen wir ordentliche Kreisläufe fahren. Und das können wir. Ja, das ist definitiv möglich, das zeigen wir nämlich heute schon. Und insofern würde ich eben sagen, gucken Sie sich dann noch mal um. Diese Szene, die ist unglaublich spannend. Ja, also ich kriege mehrere Anrufe pro Woche. Ja, wir haben so eine Mehrwegsprechstunde. Was da alles noch an Kreativität ist, was da an unternehmerischem Geist im Markt ist, das ist unglaublich. Und da werden wir in den nächsten Jahren, und da kann ich ganz klar sagen, da werden wir noch so viele spannende Ideen sehen. Da können wir uns alle drauf freuen. Okay, meine Damen und Herren, es gibt von der SIM-Geschäftsleitung zwei Phasen. Der Jens sitzt und schaut böse und dann steht er auf. Und wenn er dann aufsteht, dann wird es gefährlich. Ich glaube, du willst, dass wir jetzt langsam aufhören oder willst du ein Mikrofon haben? Noch nicht ganz gleich, wenn ihr fertig seid. Aber ich glaube, wir binden den Sack jetzt für heute zu. Ist dir das recht oder willst du noch weiter? Ja gut, dann machen wir das so. Dann darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken. Ich glaube, es war eine spannende, gute Diskussion. Die Politik hat ein bisschen überlagert, aber das sind wir ja gewohnt. Aber es sind alle irgendwo zu Wort gekommen. Herzlichen Dank und ich darf Sie wieder von der Bühne bitten. Jens? Auch mein Dank natürlich für diese sehr spannende Diskussionsrunde. Was wir jetzt zum Abschied des heutigen Tages hier vorhaben, ist, glaube ich, auch noch wichtig. Und zwar haben wir hervorragende Projekte gesehen, die wir mit dem Mehrweg Innovationspreis ausgezeichnet haben. Und ich glaube, es ist an der Zeit und angemessen, nicht nur ein Foto zu machen mit denjenigen, die den Preis bekommen haben, sondern ihnen tatsächlich das Wort zu geben. Und zwar das letzte Wort in diesem Saal für heute Abend zu geben, weil das sind doch diejenigen, die das umsetzen, was wir hier diskutiert haben. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Preistragenden nach oben kommen. Barbara, gerne in die Runde. Und wir die Gelegenheit nutzen, dass jeder von den Preistragenden tatsächlich einmal seine Motivation, seinen Erfolg kurz darstellt, kurz. Bevor wir kurz darstellt. Jetzt bekomme ich natürlich von der österreichischen Seite das Problem. Aber bevor wir den Abend dann mit Niki nochmal beenden. Kommen Sie, wo sind Sie denn? Fangt an. Geht gleich los. Aber die sollen ja zuerst was sagen und dann machen wir das Gruppenfoto. Komm, bitte, fangen Sie gleich an. Wo sind denn die anderen? Ja, mein Name ist Matthias Heurich. Ich möchte mich jetzt mal herzlichen Dank für die einleitenden Worte bedanken. Ja, es ist das zum Vorschein gekommen, was wir wollen. Und zwar, wir wollen Partner sein der Industrie, nachhaltig. Wir haben uns vor ungefähr 20 Jahren schon mit Leergutsortierung beschäftigt, im automatischen Sinn, und haben das jetzt fortgeführt. Und Sie hatten die Zahlen schon mal gesagt. Es sind ungefähr 150.000 Kisten am Tag, die wir da sortieren können. Und wir wollen dort den starken Partner darstellen für die Getränkewirtschaft. Das heißt also, die Kisten kommen mit der sortierten Flasche zurück zur Abfüllung und haben natürlich dann im Produktionsprozess erhebliche Vorteile, um die Kosten zu minimieren. Das ist unser Ziel dabei. Natürlich auch die Nachhaltigkeit, denn ich habe hier auch dann wahrgenommen, dass Tracking und Tracing dann ein Thema der Zukunft sein wird. Auch das machen wir schon, dass wir genau wissen, wie viel Prozent von den überschüssigen Leergut wir eigentlich zusätzlich zurücknehmen und dann bestimmen können, wie viel Prozent Einweg und Mehrweg da dementsprechend aus dem Markt kommen. Auch wissen wir, wo dann Aktionsware zum Beispiel unheimlich nachhaltig verkauft wird, sodass wir wissen, aha, hier ist Einweg und hier ist Mehrweg in der Aktion. Wie reagiert der Endverbraucher darauf? Auch das können wir im Nachhinein schon tracken.
Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu noch zu sagen habe. Aber alle Zahlen haben Sie so nett dargestellt. Vielen Dank nochmal dann auch für den Preis. Okay, geben Sie es gleich weiter. Ja, also ich sage auch nochmal danke für den Preis. Was motiviert mich? Mich motiviert eigentlich dieser Pioniergeist in einem mehr oder weniger alten Markt. Denn das, was wir jetzt hier machen von der GEMEMA, ist eben halt mit einem bestehenden Pool was völlig Neues aufzubauen. Und dort muss man unheimlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Nicht unbedingt beim Verbraucher, aber beim Abfüller selber. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass wir im Augenblick da in einer großen Diskussion sind, ist das alles sinnvoll, was wir da tun, was kostet das eigentlich und so weiter und so fort. Und deswegen danke ich hier mal ganz besonders für diesen Preis, weil das ist für mich eine ganz große Motivation, das ist für die GEMEMA eine große Motivation, für meine Gesellschafter sowieso. Und ich hoffe, dass wir dadurch auch ein bisschen Schwung damit reinkriegen, dass wir die nächsten Pools machen. Der nächste steht jetzt vor der Tür. Danke. Okay, wunderbar. So, Servus benannt, also auf Hochdeutsch, schönen Abend. Auch danke von meiner Seite für den Preis, den ich für die Molkerei entgegennehmen darf. Was war die Motivation? Also bei uns gibt es die Glasflasche schon also seit über 30 Jahren. Ich bin auch persönlich ein Flaschenkind und das ist jetzt auf die Milch bezogen, hier natürlich auch. Was ist die Motivation? Gerade die Milch, die wir da abfüllen, das ist eine traditionelle Frischmilch, die hat kurzes MHD, auch kurze Wege, überwiegend in Süddeutschland, und da wäre man ja auf gut Deutsch gesagt blöd, wenn man das in eine Einwegverpackung steckt und dann versucht zu vertreiben. Es ist auch in Bayern ja so, dass, sage ich mal, das Mehrweg wahrscheinlich aufgrund des Bieres auch ein relativ hohes Standing hat und da halt einfach die Rückführungsquote sehr, sehr hoch ist. Und jetzt sind wir in der Lage, da einfach doppelt so viel in den Markt zu bringen und hoffen, das auch tun zu können. Und wie gesagt, vor 15 Jahren hat der Handel gesagt, naja, also ich bin jetzt seit bald 20 Jahren dabei, also die Flasche wird sterben. Jetzt ist es eigentlich fast überall in der näheren Umgebung nahezu der stärkste Artikel, den wir im Frischmilchbereich haben. Also es zeigt schon auch, dass die Nachfrage da ist und die natürlich versucht wird zu bedienen. Und wie gesagt, jetzt sind wir in der Lage, es doppelt so viel zu tun. So, danke. Danke sehr. Gut, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an die Deutsche Umwelthilfe für diesen Preis, freut uns sehr. Frau Katrin Jesch ist auch noch mit auf der Bühne, die das ganze Projekt auch geleitet hat. Vielleicht kurz zur Entstehung von dieser Applikation. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich war mal im LEH im Einkauf und habe auch dieses Sortiment mitverantwortet. Und es hat mich immer auch schon gestört, wie viel von diesen Eimern im Endeffekt vernichtet werden. Und dieses Sortiment Schnittblumen, Tulpen, Rosen für 1,99 ist mittlerweile ein Massenvolumenartikel geworden, den die Hausfrau sich in ihren Wagen packt. Und da werden massenweise mittlerweile verkauft von diesem Eimer. Als ich dann sozusagen die Seite gewechselt habe zu der Firma IFCO, war das also ein Projekt, was mir auch persönlich am Herzen lag. Und Katrin Jesch hat das dann die letzten anderthalb, zwei Jahre intensiv betreut, viel Business Development gemacht. Ein wichtiger Aspekt, wir haben wirklich die Lieferkette abgegrast, geguckt, dass es auch für alle passt. Das heißt, die Gärtnerorganisationen, die ganze Blumenindustrie sichergestellt, dass am Ende alle aus dieser Lieferkette und aus diesen Applikationen Vorteil ziehen können. Also nochmal recht herzlichen Dank. Okay. Pass auf. Ihr bleibt jetzt alle auf der Bühne stehen und ich darf ganz kurz... Was? Die anderen gehen essen. Ja. Nein, ihr bleibt nachher, machen wir das Gruppenfoto. Aber ich darf ganz kurz den heutigen Tag beschließen, wenn du mich das machen lässt. Also, das war der erste Tag des Symposiums 25 Jahre SIM. Ihr habt schon mitgekriegt, dass ich altphilologische Bildung habe, und das Wort Symposium ist ein altgriechischer Ausdruck für ein gemeinsames Gastmahl und geselliges Trinken eigentlich. Dass es dann noch eine wirtschaftliche Bedeutung bekommen hat für Konferenzen, ist eigentlich uninteressant. Ich finde, die erste Bedeutung ist die wichtigere, also ein geselliges Trinken und Essen. Geht um 19 Uhr, das ist in 15 Minuten weiter, das Gala-Dinner im Restaurant. Es gibt eine fixe Sitzordnung. Dort müsst ihr sitzen, das müsst ihr herausfinden, da wird nicht herumgetauscht. Das haben die Leute in stundenlanger Arbeit so zusammengestellt, dass wir einander nicht kennen, die an einem Tisch sitzen. Aber das macht schon Spaß.
bedanke mich bei allen Vortragenden, Diskutanten, der Technik, der Organisation. Morgen geht es um 9.30 Uhr mit dem vierten Veranstaltungsblock weiter. Thema Mehrweg startet durch. Schönen Abend und alles Gute. Und jetzt machen wir es gut.